Я сегодня хотел бы проповедовать на тему «Побежденный Богом». Und ich möchte heute über ein Thema predigen, besiegt durch das Blut Jesu. Besiegt durch Gott. Durch Gott. Побежденный Богом. Besiegt durch Gott. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Апостол Павлус sagt in 1 Korinther 15, 10. Мы чуть-чуть изменили сегодня, я изменил чуть тексты из Библии. Ich habe heute ein bisschen, по порядку. Я heute ein bisschen die Bibelstellen verändert. Давай мы найдем, посмотрим на Бимере 1 Коринфянам 15, 10 стих. Lass uns 1 Korinther 15, Vers 10 ansehen. Нашли? О, как мы быстро. Wir sind echt schnell. Итак, also, апостол Павел. Апостол Павлус. Говорит, но благодатью Божию... Нет, подожди, давай мы тогда 9 стих включим. Lass uns doch jetzt ab dem Vers 10, ab dem Vers 9 ab vorlesen. Вот. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Это первое утверждение. Das ist die erste Feststellung. В 1 Коринфянам. Im 1. Korinther. Когда Павел сообщает всем. Als der Paulus allen sagt. Я наименьший из апостолов. Ich bin der Geringste von den Aposteln. Но вы знаете, что апостол Павел был наибольшим из апостолов. Aber wisst ihr, dass Paulus der Größte von den Aposteln war? Он на самом деле был большим из всех. Er war tatsächlich der Größte von all denen. Потому что он насадил больше всех церквей. Denn er hat die meisten Gemeinden gegründet. Он написал больше всех апостолов из них посланий. Er hat die meisten Botschaften und Briefe gelesen, geschrieben von den ganzen Aposteln. Одна треть это его. Ein Drittel gehört ihm im Neuen Testament. Он больше всех потрудился. Und er hat am meisten sich Mühe gegeben und gearbeitet. Но он говорит, я недостоин называться апостолом. Aber er sagt hier, dass er nicht wert ist, ein Apostel zu heißen. Потому что гнал церковь Божию. Weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Он был гонителем. Er war der Verfolger. Но он не говорит здесь, я такая тварь. Aber er sagt nicht, ich bin so ein Monster. Я сижу сейчас в погребе. Ich sitze hier jetzt im Keller. И каюсь свои греха. Und bekenne meine Sünden hier. Ведь я всегда гнал церковь Божию. Denn ich habe die ganze Zeit die Gemeinde Gottes verfolgt. И я себе только одно прошу, Господи, прости меня. Und das Einzige, worum ich bitte, Herr, vergebe mir. Мне пора повеситься. Und es ist Zeit, mich zu erhängen. Nein. Ничего такого ты не слышишь. Nichts Ähnliches hörst du hier heraus. Он не говорит, что я буду себя чморить всю жизнь. Er sagt hier, dass er sich, er sagt hier nicht, dass er das ganze Leben sich jetzt schuldig fühlen wird. И говорит, берите все с меня пример. Und sagt zu allen, ihr könnt alle Beispiel von mir nehmen. Nein. Он смиряется перед людьми и перед Богом. Er unterstellt sich Gott und auch den Menschen. Но дальше написано. Und weiterhin steht geschrieben. 11 стих. Im Vers 10. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. И благодать Его не была во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Und seine Gnade, die an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Он это тоже говорит. Das sagt er hier auch. Я больше всех работал. Ich habe am meisten von allen gearbeitet. При этом добавляя, не я, впрочем. Aber dabei sagt er noch, fügt er noch hinzu, не я. Jedoch nicht ich, это была благодать, sondern das war die Gnade Gottes, которая со мною. Die mit mir ist. Благодать Его на нас. Seine Gnade auf uns. Помните, да? Könnt ihr euch an dieses Lied erinnern? Свобода в присутствии. Freiheit in seine Gegenwart. Halleluja. Скажи, Halleluja. Sag Halleluja. Благодать Его на нас. Seine Gnade auf uns. Amen. Но благодать, она что-то делает. Aber die Gnade macht irgendetwas. Она через нас работает. Sie arbeitet durch uns. И мы много работаем. Und wir arbeiten viel. Если есть благодать. Wenn es Gnade da ist. Итак, благодать есть. Also, wenn die Gnade da ist. Тогда есть много работы. Dann gibt es sehr viel Arbeit. Есть много также успеха. Aber es gibt auch sehr viel Erfolg. Если ты имеешь благодать. Wenn du die Gnade hast. А мы ее имеем. Und wir haben sie. Кто-то скажет, аминь. Kann jemand Amen sagen?
тогда у тебя есть успех dann в твоей работе. Erfolg in deiner Arbeit. Amen. Благодать для того, чтобы мы трудились. Gnade ist dafür da, damit wir arbeiten. Трудились. Damit wir arbeiten. Скажи, трудились. Sag, arbeiten. Благодать для того, чтобы мы сели. Gnade. Для того, чтобы мы сели. Die Gnade ist nicht dafür da, dass wir uns hinsetzen. И все на халяву принимали. Und alles umsonst bekommen. Все, Господь бесплатно дает. Alles Herr gibt dir umsonst. Да, Он дал тебе бесплатно прощение. Ja, er hat dir umsonst seine Vergebung gegeben. Но Он купил это прощение дорогой ценой. Aber er hat diese Vergebung mit einem teuren Preis erkauft. И мы куплены дорогой ценой. Und wir sind wirklich erkauft mit einem, durch einen teuren Preis. Скажи, куплены. Wir sind erkauft. Еще раз скажи, куплены. Wir sind erkauft. Ты куплены. Du bist erkauft. Тебя купили. Man hat dich gekauft. С потрохами. Mit all dem, was du hast. Ты принадлежишь не себе. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Halleluja. Halleluja. Я раб Господа. Ich bin ein Knecht Gottes. Я его раб. Ich Он bin sein купил. Knecht. Er hat mich gekauft. Я его, ему принадлежу. Ich gehöre ihm. Он мой Господь. Er ist mein Herr. Это есть великий титул. Und das ist die, der größte Titel überhaupt, den es gibt. Раб. Раб. Knecht. Раб. Knecht. Господа. Vom Herrn. Величайший титул. Das ist der größte Titel. Раб Господа. Knecht Gottes. Halleluja. Halleluja. Вау. Благодать Его. Seine Gnade. И через эту благодать мы есть то, что есть. Und durch diese Gnade sind wir das, was wir sind. Halleluja. Halleluja. Благодать Его на нас. Скажи соседу, благодать на тебе. Sag zu deinem Nachbarn, seine Gnade ist auf dir. На тебе. Auf dir seine Gnade. Danke, Jesus. Danke dir, Jesus. И смотри, как проходит несколько лет. Und schau, wenn als paar Jahre vergehen. Ага, и апостол Павел пишет опять. Und Apostel Paulus schreibt schon wieder. Ефесянам уже, 3 глава, 8 стих. Jetzt schon in, im Brief Epheser 3:8. Смотри, как он здесь пишет о себе опять. Schau, wie er schon wieder über sich selbst hier schreibt. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Там, в 1 Коринфянам, он был самым маленьким апостолом. Dort, in 1. Korinther, war der kleinste und der geringste von den Aposteln. А здесь он уже наименьший среди святых. Und hier ist bereits der geringste unter den Heiligen. Доверовался. So ungefähr, jetzt hat sich fertig geglaubt. Уже среди даже любых простых святых он уже наименьший. Dass er schon jetzt sich als der geringste unter den Heiligen zählt. Павел, что с тобой случилось? Paulus, was ist mit dir passiert? Ты же вроде как великий апостол. Du bist doch wie ein größter von den Aposteln. Нет, проходит некоторое время. Nein, aber es vergeht einige Zeit. И он видит себя еще меньше. Und er sieht sich noch kleiner, noch geringer. Кто такой святой человек? Weißt du, wie ein heiliger Mensch ist? Святой – это не тот, который с нимбом над головой. Der Heilige ist nicht derjenige, der mit einem Kranz über den heiligen Kranz über den Kopf läuft. Святой – это не тот, кто жует сухари и водой запивает. Der Heilige ist nicht derjenige, der nur bloß Brot und Wasser trinkt. И при этом пукает запахом от духов. Und dabei furzt mit Parfüm von den Heiligen. Sorry. Так святые, святые выглядят, да? So schauen die Heiligen aus. Но мы жуем колбасу. Aber wir essen Wurst. И пукаем соответственно, мы. Und pupsen dementsprechend. Поэтому ты не потому святой, что ты вот выглядишь как-то особенно. Und du bist nicht deswegen heilig, weil du besonders aussiehst. Но ты сказал в своей жизни. Aber du hast in deinem Leben was gesagt. Я буду принадлежать Господу. Ich werde meinem Herrn gehören. Ты сказала когда-то. Du hast es irgendwann einmal gesagt. Я буду принадлежать только моему мужу. Ich werde nur meinem Mann gehören. Я буду только для него жить. Ich werde nur für ihn leben. Я для него только как женщина. Nur für ihn bin ich als Frau. Или для будущего супруга моего. Oder für meinen zukünftigen Ehemann. Я уже храню себя для будущего супруга. Schon jetzt bewahre ich mich für meinen zukünftigen Mann. Что это? Was ist das? Это и есть святой человек. Das ist ein heiliger Mensch. Который отделил себя. Der sich ausgesondert hat.
слушай, ну не, ну подожди. Und manche sagen, na, hör auf jetzt, wart halt ab. Я ж не Мария. Ich bin doch keine Maria. Мария святая. Eine heilige Maria. Нет, ты тоже святая. Nein, du bist auch heilig. Ты отделила себя. Du hast dich abgesondert als Frau. Amen. Знаешь, я в Италии видел столько глупой религиозности. Weißt du, ich habe in Italien so viele dumme Religiosität gesehen. Религиозität, schwieriges Wort. Когда люди везде носятся с какими-то иконами. Wo die Menschen ständig mit irgendwelchen Ikonen hin und her laufen. Знаете, этот город в Неаполе рядом Помпеи. Wisst ihr, bei Neapel nebendran ist Pompeji. Помпеи – это вообще weltberühmte Stadt. Das ist eine weltberühmte Stadt. Пора всем христианам его посетить. Es ist an der Zeit, allen Christen diese Stadt zu besuchen. Это место, которое показывает святость Бога. Das ist ein Platz, wo die Heiligkeit Gottes zeigt. Есть города Содом и Гоморра. Содом и Гоморра. Содом и Гоморра. Содом и Гоморра. А есть еще Помпеи. Und es gibt noch Pompeji. 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 Gut. Richtig. Aber in Neapel liebt diese Stadt überhaupt keiner. Этот город напоминает им о святости Божьей. Diese Stadt erinnert sie an die Heiligkeit Gottes. И они придумали себе там святого одного. Und die haben sich irgendeinen Heiligen ausgedacht. Дело в том, что рядом с Помпеем находится Везувий. Und die Sache ist so, dass neben Pompeji der, der Vulkan Vesuv sich statt nebendran ist. Это самый опасный вулкан в Европе. Das ist der gefährlichste Vulkan in Europa. И он время от времени, каждые 50 лет, он делает выхлопы. Und von Zeit zu Zeit, ungefähr alle 50 Jahre, ja, explodiert er. То есть он просто спит. Also er schläft normalerweise. Мы были наверху, смотрели в кратер. Wir waren oben und haben in diesen Krater reingeguckt. Da всегда дым идет, напоминает. Dort raucht's immer wieder und es erinnert immer einen. Напоминает, я жив, ага, алло. Es erinnert sich und sagt, ich lebe noch. И люди утром встают и смотрят на верхушку. Und die Menschen stehen in der Früh auf und schauen nach oben. Потому что они рядом с вулканом. Weil sie nebendran an diesem Vulkan leben. 800 тысяч людей. 800.000 Menschen leben um den herum. Непосредственной близости от вулкана. Die sind wirklich unmittelbar an dem Vulkan. И вот был там город Помпеи. Und in diesem Stadt Pompeji. Там рядом был город. Also Pompeji. Früher war dort nebendran eine Stadt Pompeji. Das war ein antike Stadt. Там жили римские аристократы. Dort wohnten die Aristokratie von den Römern. Gladiatoren. Это было место такое курортное. Das war ein Kurort. И там любили наслаждаться жизнью. Dort hat man geliebt, das Leben zu genießen. Там было больше проститутных домов, чем каких-то там дворцов. Dort waren mehr Bordelle als irgendwelche anderen Schlösser. Гладиаторы наслаждались. Die Gladiatoren haben sich wirklich gut gehen lassen dort. Это были извращенцы. Das waren wirklich widerliche Menschen. Абсолютно извращенцы. Die haben wirklich sehr viel Unzucht getrieben. Здесь дети, я не буду рассказывать. Hier sitzen Kinder, deswegen werde ich darüber nicht viel erzählen. Но Господь терпел долго. Und Gott hat wirklich sehr lange mit den ausgehalten. Терпел. Der war sehr geduldig. Господь имеет благодать. Er hat Gnade. Но пришло время. Aber es kam die Zeit. Точка. Punkt. Точка. Punkt. И вдруг взорвался вулкан. Und plötzlich explodierte der Vulkan. И как раз в ту сторону, где Помпеи подул ветер. Und genau in diese Richtung, wo Pompeji da war, wehte der Wind. И как раз Помпеи накрыло настолько. Und hat diese Stadt komplett überdeckt. Что 25 метров сверху вулканической пыли было. Das und so dermaßen bedeckt, dass 25 Meter hoch von diesem vulkanischen Staub drauf war. Библия говорит, Содом и Гоморру он превратил в пепел. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass Sodom und Gomorra er in Asche verwandelt hat. И Помпеи он превратил в пепел. Und auch Pompeji hat er in Staub verwandelt. Ее нашли, эту Помпею нашли только случайно, потому что там рыли траншею воды. Und man hat diese Stadt auch zufällig entdeckt, wo man einen Graben gegraben hat für Wasser. Господь позволил людям опять это вот увидеть это место, а его откопали. Gott hat wieder erlaubt den Menschen diese Stelle überhaupt zu finden, dass sie sich wirklich erinnern können daran. Там миллион туристов бывает. Viele Touristen kommen dahin, millionenfach. И это хорошее напоминание. Und das ist eine sehr gute Ermahnung.
что Бог святой. Dass Gott heilig ist. И когда-то Италия была мировой империей. Und als diese Weltmacht da war. Она была до 578 года империя. Die war bis zum Jahr 578. Но, знаете, беззаконие людей, оно воняет. Aber wisst ihr, die Gesetzlosigkeit der Menschen stinkt. Как написано в Библии, оно воняет. Wie es in der Bibel steht, es stinkt. И весь разврат, который был в Римской империи. Und die ganze Unzucht, was in diesem Imperium stattgefunden hat. 578 лет Бог терпел. 578 Jahre hat Gott das geduldet. И там проповедовали Евангелие. Dort wurde auch Evangelium gepredigt. В Риме отрубили голову Павлу. In Rom wurde Paulus ja der Kopf abgeschlagen. Там распяли Петра. Dort wurde Petrus auch gekreuzigt. Там тысячи христиан погибли в Колизее. Dort sind tausende von Christen umgekommen im Kolosseum. И как вы думаете, Бог этого не видел? Und wisst ihr, und was denkt ihr, hat Gott das nicht gesehen? Кровь этих людей, она вопила к Богу. Dieses Blut von diesen Menschen hat geschrien zu Gott. 578 лет. 578 Jahre lang. И вдруг эта империя развалилась. Und plötzlich ist dieses Imperium zusammengebrochen. Так просто. Einfach so. Так легко. So einfach. От 1,5 миллиона жителей в Риме осталось 30 000. Von den 1,5 Millionen Bewohner von dieser Stadt sind nur plus 30.000 übrig geblieben. В то время. Zur damaligen Zeit. 578 год. 578. 30 000 жителей, маленькая деревня. 30.000 Einwohner sind noch übrig geblieben, ein kleines Dorf. Господь, он делает свои суды. Gott macht seine Gerichte. Над этой землей. Über diese Erde. Он святой Бог. Er ist ein heiliger Gott. И поэтому он отдал своего сына. Und deswegen gab er seinen Sohn hin. Чтобы мы имели прощение. Damit wir Vergebung haben. Через кровь Иисуса Христа. Durch sein Blut. И тот, который не принимает этот ангебот, это предложение Божие. Und derjenige, der dieses Angebot Gottes nicht annimmt. Он бросает вызов Богу. Er schmeißt Gott einen heraus oder einen Aufruf. С огнем играть нельзя. Aber man darf mit Feuer nicht spielen. Бог есть огонь поедающий. Gott ist das verzehrende Feuer. Halleluja. Мы любим Иисуса. Wir lieben Jesus. Потому что без Иисуса мы все потеряны были. Denn ohne Jesus wären wir alle verloren. Без Иисуса мы все пошли бы в ад. Ohne Jesus würden wir alle in die Hölle gehen. И нам нужна кровь Его. Und wir brauchen sein Blut. Его кровь. Sein Blut. Защита. Sein Schutz. От Божьего гнева. Gegen Gottes Zorn. Amen. Amen. Я говорил с несколькими людьми там. Ich habe dort mit einigen Menschen gesprochen. И одна учительница сказала мне. Und eine Lehrerin sagte zu mir. Не говори мне о грехе. Sag zu mir nichts über die Sünde. Мне не нравится это слово. Mir gefällt dieses Wort überhaupt nicht. Может быть, тебе не нравится. Und ich sag zu ihr, vielleicht gefällt es dir nicht. Но ты грешник. Aber du bist eine Sünderin. Мы с ней, ну, так подружились. Wir haben uns so mit ihr angefreundet. И поэтому я мог так сказать. Deswegen konnte ich ihr das so sagen. Но не говори мне про это. Aber sie sagte, sag mir davon nichts. Я верю Богу. Ich glaube an Gott. Но Бог есть любовь. Aber Gott ist Liebe. Бог есть любовь. Gott ist Liebe. Я говорю, да. Und ich sage zu ihr, ja. Но первое, что тебе надо знать. Aber das erste, was du wissen musst. Бог святой. Gott ist heilig. Бог святой. Gott ist heilig. Но мне не нравится. Aber mir gefällt das nicht, sagt sie. Мало ли, что тебе не нравится. Und ich sage, das ist egal, ob das dir gefällt oder nicht. Есть ад. Es gibt Hölle. Если ты не примешь Иисуса. Wenn du Jesus nicht annehmen wirst. Я стал рассказывать о себе. Und ich habe angefangen, über mich jetzt zu erzählen. Как произошло мое знакомство с ним? Wie ich Jesus kennengelernt habe. Я уверен, что Дух Святой работает сейчас. Ich bin sicher, dass Heiliger Geist jetzt arbeitet. Знаешь, нам надо всегда помнить об этом. Wisst ihr, wir müssen uns immer daran erinnern, Он святой. Dass er heilig ist. Поэтому ужас сперва. Deswegen ist das erste ist das Schrecken. Ужас. Das Schrecken. Я грешный. Ich bin sündig. Я нуждаюсь в Господе. Ich brauche meinen Herrn. Как здесь Павел говорит? So wie der Paulus hier spricht. Дальше. Weiter. Okay, ужас, а потом о любви мы говорим. Zuerst reden wir über das Schrecken und dann über die Liebe Gottes. И вот апостол Павел. Und Apostel Paulus. Смотри, как он дальше Schau, говорит. Wie er weiterhin spricht. Прошло еще пару лет. Es sind noch paar Jahre vorbeigekommen. Павел говорит уже другое. 1 Тимофея 1:15. Und schon spricht Paulus anders in 1. Timotheus 1:15. 1. Timotheus 1:15. Он сообщает уже другую новость. Er verkündigt hier eine ganz andere Neuigkeit. Про себя. Über sich selbst. Верно всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.
Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Доверовался еще до одного состояния. Noch in einen Zustand hat er sich reingeglaubt. Сперва наименьший из апостолов. Zuerst ist er der geringste von den Aposteln. Потом наименьший из всех святых. Danach der geringste von allen Heiligen. И вдруг сообщает. Und jetzt verkündet er plötzlich. Я вообще первый из грешников. Jetzt bin ich überhaupt der größte von den Sündern. И представь себе, Павел пишет это уже стареньким. Und kannst du dir vorstellen, der Paulus schreibt es, als wo er schon sehr alt ist. Тимофея, он пишет это в тюрьме. Er schreibt das in seinem Gefängnis an Timotheus. Он же дедушка. Er ist bereits ein alter Mann. И, наверное, у него уже нет никаких проблем с похотью. Und wahrscheinlich hat er keine Probleme mit Begierde. Он как бы уже от этих дел отошел. Er ist von diesen Dingen schon befreit. У него нет проблем с вожделением. Er hat kein Problem mit Lust. Он в тюрьме находится. Er befindet sich in Gefängnis. Там вообще не на кого смотреть. Dort ist überhaupt niemand, den er angucken kann. Но aber он понимает, говорит, я первый из грешников. Aber er versteht und sagt, ich bin der erste von den Sünder. И чем ближе ты к Господу, und je näher du zu Gott bist, тем больше ты понимаешь, desto mehr begreifst du, насколько ты грешен, wie sündig du bist. И он говорит, я первый. Und er sagte, ich bin der erste из грешников. Von den Sündern. Если ты близко к Господу, wenn du nah am Gott bist, ты понимаешь, насколько тебе нужна благодать. Verstehst du so dermaßen, wie wichtig für dich die Gnade Gottes ist. Насколько тебе нужна вечеря. Wie viel du nötig hast, das Abendmahl. Тогда ты понимаешь слова Христа, что это хлеб. Dann verstehst du die Worte Jesu, dass es Brot ist. Что это истинное питье. Dass es das wahrhaftige Trunk ist. Что без этого ты просто выжить не можешь ни одного дня. Dass du einfach ohne das keinen einzigen Tag überleben kannst. Что ты нуждаешься. Weil du es nötig hast. В прощении. Du brauchst ihn, der das vergeben. Кто-то может сказать, kann jemand Amen sagen? Иисус пришел спасти грешников. Jesus kam, um die Sünder zu erretten. Из которых я первый. Von denen ich der Größte bin. Так что первое место среди грешников уже забито. Also der erste Platz bei den Sündern ist schon bereits belegt. Тебе остается остальное. Dir bleibt das alles andere übrig. Самый первый грешник пошел на небеса. Der erste Sünder überhaupt ist bereits im Himmel. Апостол Павел. Der Apostel Paulus. Первый из грешников. Das ist der erste von den Sündern. Уже на небеса. Der ist bereits im Himmel. Так что для тебя есть надежда. Auch für dich gibt es eine Hoffnung. Amen. Если первый грешник уже там, wenn der erste Sünder bereits dort ist, тогда у тебя и у меня есть еще шанс. Dann hast du und ich noch eine Chance, попасть туда. Dorthin zu gelangen. Amen. Halleluja. Halleluja. Мне это нравится. Mir gefällt das so sehr. Павел говорит, я не выпендриваюсь. Paul sagt, ich gebe hier nicht an. Genau. Я не говорю сверхоткровения какие-то. Ich sage hier keine super Offenbarungen. Я говорю простое слово. Ich sage hier ein ganz einfaches Wort. Что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. И я из них первый. Von denen ich der Erste bin. Я нуждаюсь в его крови больше всех. Und ich brauche sein Blut am meisten. Я нуждаюсь в его присутствии больше всех. Und ich brauche seine Gegenwart am meisten. Я особенно нуждаюсь. Ich brauche das besonders. Понимаете? Versteht ihr mich? Чем дальше человек от Бога, je weiter Mensch vom Gott ist, тем лучше он становится, desto besser wird er, в своих глазах, in seinen eigenen Augen, тем меньше он нуждается в Боге, desto weniger braucht er Gott, тем меньше ему нужна церковь, desto weniger braucht er die Gemeinde, тем меньше ему нужно причастие, der braucht umso weniger das Abendmahl, тем меньше ему нужна Библия, desto weniger braucht er die Bibel, тем меньше ему нужна молитва, umso weniger braucht er das Gebet, тем дальше от Бога, je weiter von Gott, чем ближе к Богу, je näher zum Gott, больше ты нуждаешься друг в друге. Desto mehr brauchst du einander. Потому что кровь Христа очищает, когда мы общаемся друг с другом. Weil Blut Jesu reinigt erst dann, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben. Помните, да? Könnt ihr euch erinnern? 1. Johannes, 1. глава, 8. стих. 1. Kapitel, Vers 8. Если имеем общение друг с другом. Wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Тогда кровь Иисуса. Dann Blut Jesu. Wird dich reinigen.
Интересно. Reinwaschen. Interessant. Интересно, что Господь увязывает прощение. Es ist interessant, dass der Herr die Vergebung damit verbindet. Со способностью иметь общение. Mit der Fähigkeit, ja, Beziehungen zu haben oder herzustellen. Наверное, потому что эгоизм уже грех. Ich denke mir, weil Egoismus bereits von sich aus eine Sünde ist. Halleluja, кровь Иисуса. Und Blut Jesu очищает нас. Reinigt uns. От всякого греха. Von jeder Schuld. И от эгоизма. Und auch von Egoismus. Кровь Иисуса Христа. Blut Jesu Christi. Мы все нуждаемся. Wir brauchen sie alle. И Господь, он не мерит ее пипеткой. Und unser Herr, der misst das nicht mit einer Pipette. Так, сегодня я тебе дам. Also heute gebe ich dir ein bisschen. Капельку. Einen kleinen Tropfen. Смотри. Pass auf. Завтра не будет. Und morgen wird es wahrscheinlich nichts geben. Nein. Ehre sei unserem Jesus. Ты можешь ее употреблять каждый день. Du kannst sie jeden Tag gebrauchen. Кровь Иисуса. Blut Jesu. Halleluja. Halleluja. Его кровь. Sein Blut. Истинное питье. Das ist ein wahrhaftiger Trunk. Иисус, Иисус, Иисус. Jesus. Ты Господь. Du bist unser Herr. Его кровь работает всегда. Und sein Blut wirkt immer. Когда есть покаяние. Wenn es Buße da ist. Сегодня многие спрашивают, а где был Бог, когда? Heute fragen sich einige, wo war Gott dann, wo ich was gemacht habe? Когда, да, когда было то и другое, третье. Als das und das passiert war. Почему есть проблемы вообще с грехом? Wieso gibt es überhaupt ein Problem mit einer Sünde? Грешные люди делают дела такие. Sündige Menschen machen solche Dinge. Почему они делают und эти дела? Und wieso machen sie diese Dinge? Если есть кровь Иисуса. Wenn das Blut Jesu da ist. Вопрос простой. Ganz einfache Frage. Почему есть полно грязных людей? Wieso gibt es viele schmutzige Menschen? На улице? Draußen. Ведь есть мыло в магазинах. Denn es gibt auch Seife in den Supermärkten. Полно моющих средств. Es gibt genug Reinigungsmittel. Почему сегодня в волосах у некоторых сидят вши? Wieso haben einige Menschen heutzutage in ihren Haaren Flöhe? Läuse. Флой, может быть, тоже, но не хочу рассказывать. Ich möchte nicht weiterhin diesen Gedanken verfolgen. Тут мы в одном отеле были. Wir waren in einem Hotel. Пару дней назад. Vor ein paar Tagen. 4 звездочки. 4 Sterne. Когда мы из него выходили, я хотел 2 сорвать. Und als ich aus dem Hotel immer rausgegangen bin, wollte ich die 2 Sterne ausreißen. Не буду рассказывать. Ich möchte euch nicht erzählen, was dort war. Сейчас кто-то начнет чесаться. Sonst fängt jemand vielleicht hier sich zu kratzen. Okay. Не. Мы тут же убежали. Wir sind auf der Stelle dort geflüchtet. Меня просто вынесло. Man hat mich einfach nur dort wirklich rausgetrieben. Там были клопы. Dort waren die Bett. Wanzen. Wanzen. Oh. Wanzen. In einem 4-Sterne-Hotel waren Wanzen. Ich bin dort rausgesprungen. Man hat uns gleich eine Suite gegeben. Ohne eine Frage. Dann haben wir das beste Ausblick aufs Meer gehabt. Das war der Preis für das Schweigen. Но это не оправдало, видите, я все рассказал. Aber das hat sie nicht gerechtfertigt. Ich habe alles erzählt hier. Не хочу говорить, какой отель, ну. Ich möchte nicht sagen, wie das Hotel heißt. Okay. Почему тело чешется у людей? Wieso juckt der Körper von den Menschen? Почему есть разные фурункулы? Фурункулы. Wieso haben Menschen verschiedene Pickel oder Furunkel? Там грязно. Weil dort schmutzig ist. Поэтому это происходит. Deswegen geschieht das auf der Haut. Хотя есть полно мыла. Obwohl es genug Seife gibt. Дело в том, чтобы быть прощенным. Die Sache ist, wenn man die Vergebung empfangen soll, will, тогда нужно применить кровь Иисуса. Dann muss man Blut Jesu anwenden. Надо применить. Man muss das anwenden. Очиститься. Sich waschen, reinwaschen. Это твоя задача уже. Das ist bereits deine Aufgabe. Покаяние называется. Das heißt Buße. Покаяние. Buße. И без покаяния. Und ohne Buße. Кровь Иисуса остается кровью Иисуса. Bleibt Blut Jesu, Blut Jesu.
но она не имеет силы для тебя. Aber es hat keine Kraft und Auswirkung auf dich. Тебе нужно применить. Du musst sie anwenden. Покаяние. Die Buße. Если ты согрешил против Бога, wenn du gegen Gott gesündigt hast, нужно покаяние перед Богом. Dann brauchst du eine Buße vor Gott. Если ты согрешил перед человеком, wenn du vor einem Menschen gesündigt hast, тебе не нужно каяться перед Богом. Dann solltest du dich nicht bekehren, Buße tun vor Gott, а перед этим sondern человеком. Vor diesem Menschen. Понимаете? Versteht Тогда ihr? Отношения восстановятся. Dann werden die Beziehungen wiederhergestellt. Покаяние. Buße. И перемена. Und dann kommt die Veränderung. В поступках. Auch in den Taten. Изменение должно произойти. Es soll eine Veränderung stattfinden. Halleluja. Halleluja. Вы здесь? Seid ihr alle hier? Господь дал нам эту Reset-Taste. Herr hat uns diese Reset-Taste gegeben. Есть такая Reset-Taste. Es gibt so eine Neuanfang-Taste. И все обновляется. Und alles erneuert sich. Это кровь Иисуса. Das ist Blut Jesu. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus, 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 Jesus. Мы сейчас будем молиться. Wir werden jetzt beten. Но перед этим еще. Aber davor wollen wir noch was machen. Да, нам нужно еще что-то. Wir brauchen noch was. Я хочу, чтобы ты сейчас достал свое пожертвование. Ich möchte, dass du deine Kollekte, dein Opfer nimmst in die Hand. Десятин, у нас сегодня праздник десятин. Dein Zehnten, weil wir haben heute Fest der Zehnten. Halleluja. Halleluja. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Закрой свои глаза. Schließe deine Augen. Вот здесь. Боже, ты свят.